Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen im Namen des Erstrecht-Teams zur Veranstaltung Vertrauen. Das ist inzwischen unsere neunte Veranstaltung seit dem Kick-Off vor 2 Jahren. Letzten Herbst haben wir so den ersten großen Schritt gemacht mit der Veröffentlichung des Kodex. Und dieser Kodex ist nach über einem Jahr Erarbeitung in Zusammenarbeit mit über 150 Personen aus dem Kulturbereich an einer Veranstaltung zusammen aufgeschrieben worden und er kann seitdem unterschrieben werden. Dieses Jahr stehen unsere Veranstaltungen ganz im Zeichen der Anwendung dieses Kodex. Also wie kommen wir von dieser Vision in die Praxis, wie kommen die Leitmotive des Kodex zur Wirkung? Und heute ist der Titel unserer Veranstaltung Vertrauen und wir freuen uns riesig, dass Mandy Jaroschowak und Brandy Butler, dass wir sie einladen konnten und dass sie für uns diese Veranstaltung übernehmen. Guten Morgen, mein Name ist Brandy Butler, ich bin Kulturschaffende hier im Stadt Zürich und ich bin mit Mandy Jaroschowak eingeladen, heute Morgen eine Podiumdiskussion zu führen über unsere Erfahrungen über den Rassismus. Und ich wollte einfach als Blick in das Ganze, ich habe immer gedacht, so wie, warum heisst das Vertrauen und was hat das mit uns zu tun? Und es ist mir dann aufgefallen vor einem Jahr, wenn ich auf einer Panel-Discussion, wo eine institutionelle Leitung hat gesagt, ja, endlich wenn wir uns vertrauen, überhaupt so POCs in unsere Institutionen zu einladen. Und für mich ist das ein sehr überraschender Moment, dass jemand das benennt als Vertrauen. Dass das, was sie brauchen, ist irgendwie eine Form von Selbstvertrauen. Und darum hoffen wir heute, dass wir so viele Themen von euch mit euch diskutieren. Und mega wichtig ist auch, dass wir so, schon lösungsorientiert sind auf dem Weg. Was wollen wir überhaupt? Was ist unsere Perspektive? Aber wie könnt ihr auch dazu etwas beitragen in eure eigenen Positionen, Institutionen, Freizeiten, was auch immer? Wir haben auch spannende Zusammenstellung von Menschen von unterschiedlichen Perspektiven in unterschiedlichen Szenen und Institutionen. Und es gibt zuerst das Talk-Teil und am Ende des Talks gibt es noch eine Möglichkeit für Fragen. Und dann gibt es die Pause und dann gibt es das Workshop-Teil, wo wir wirklich tauchen in ganz konkrete Fragen, wie, warum und was kann man noch besser machen. Also ich bin Brandy Butler, ich arbeite meistens im Theaterbereich, aber nenne mich als Kulturschaffende, weil ich komme eigentlich aus der Musik und mache sehr übersportend, übergreifende Performance-Arbeit, so selber als kunstperformende Person, aber auch mit Kindern zusammen. Man arbeitet extrem viel in dem, die Intersektionen zwischen Kunstpädagogik und also Community-Arbeit. Das sind meine drei Leitfäden als Person. Genau. Und heute rede ich aus der Position als jemand, der angestellt ist als Kunstschaffender, Performender innerhalb von Institutionen. Pascal Altenburger, das nennen wir alle Baba, könnt ihr gerne machen. Ich bin in keiner Institution als Tänzerin. Ich bin freischaffende Tänzerin in Bern. Ich tanze im urbanen Bereich und Afro-Tanz. Darum bin ich nicht in einer Institution. Es hat einen grossen Zusammenhang, was das ich tanze, dass ich freischaffend bin. Ich habe jetzt einen Fuß in den Institutionen drin, weil ich jetzt eigentlich als ehemalige Tänzerin Workshops gebe in den Institutionen. Zum Teil im Schlachthaustheater, auch am Theaterfestival von Bern. Und ja, bin jetzt dort mehr als Aktivistin und ehemalige Tänzerin drin. Mit Beratungen zum Beispiel und Workshops. Und weil ich freischaffende Tänzerin bin, habe ich noch einen Geldjob. Ich bin Kindergärtnerin und arbeite 30% in einem Kindergarten, für das ich mir meinen anderen Job leisten kann. Und heute ist ich aus der Position eigentlich so ein bisschen zwischendrin, aber hauptsächlich aus der freien Szene und meine Blickwinkel sind von dort. Und aus dem Tanz. Ja, ich bin die Ulrike Dio. Das nennen mich alle Juvi. Ich bin seit Februar Diversitätsagentin am Schauspielhaus Zürich. genau, und ich werde heute vor allem aus dieser Perspektive reden und aus dieser Perspektive Erfahrungen teilen. Ich selber habe eigentlich einen Hintergrund in Kommunikationswissenschaft. Also ich habe
sehr verrückterweise meine Diss fertig geschrieben und am nächsten Tag angefangen zu arbeiten am Schauspielhaus. und habe dann während dem Arbeiten verteidigt und jetzt muss ich es noch veröffentlichen, aber es kommt alles gut. genau, und habe aber nebenbei, weil ich natürlich 10'000 Sachen gleichzeitig immer muss machen, auch Erfahrung, Bühnenerfahrung, also ich habe lange getanzt, ich habe einen freien Szene Jugendtheaterverein mitgestaltet und bin dann irgendwann so ein bisschen pro forma Präsidentin davon. Habe auch 2 Jahre lang mich mehr aktivistisch betätigt, vor allem dort kenne ich von Mandy und Brandy her. Ja, ich glaube, das ist alles. Yes. Mein Name ist Mandy Obschok. Ich bin soziokulturelle Animatorin, das ist eine Sparte aus der sozialen Arbeit. Als soziokulturelle Animatorin ist es in der Theorie die Aufgabe, den gesellschaftlichen Frieden zu gewährleisten mit Hilfe von Kunst. Menschen zusammenzubringen in der Freizeit und mit Hilfe von verbindenden Dingen Leute zusammenzubringen und Verständnis füreinander zu fördern. So, das ist so mein Kontext. Ich komme aus der Jugendarbeit, aus der soziokulturellen Animation. Ich mache Radio und das Thema Rassismus beschäftigt mich schon seit Ewigkeiten, aber so in wissenschaftlicher oder aktivistischer oder auch widerständiger Hinsicht so seit 4 Jahren, weil ich mich mit unterschiedlichen Kontexten einfach beschäftigt habe und auch in Theater- und Kunstinstitutionen unterwegs bin und beratend, aktuell gerade beim Lucerne Festival. Genau, vielleicht kann ich dann aus unterschiedlichen Kontexten gewisse Dinge erzählen. Genau. So, wir haben so ein paar Fragen schon im Voraus gedacht, so was reden wir auch, dass wir nicht so geht, einfach in dem Loch von nur über Rassismus also die Erfahrung von was passiert mir innerhalb von Institutionen, das gibt es auch, aber wirklich so ein 360 Blick, so was passiert, wie ist das für dich innerhalb, was ist das für außerhalb. Aber wir fangen ganz konkret an, so von dem Moment der Freude. Du bist eigentlich eingeladen, in einen Kunstraum mitzumachen oder Kulturinstitution, ein Haus reingekommen und dann gibt es so wie diesen Moment der Enttäuschung, wo du in diesem Haus irgendwelche Form oder diesen Ort irgendwelche Form von Diskriminierung oder Rassismus erfahren hast. Kannst du dich an einen Moment oder ein besonderes Moment, wenn du viele von dem hast? Ich habe mal einmal im Stadttheater Biel bin ich gegangen, mitgehangen als Tänzerin für eine Saison. Ja, es war, also wenn man in der freien Szene arbeitet, ist das immer so, wow. Die Institution, man stellt sich vor allem als Tänzerin vor, ich habe einen fixen Lohn, auch wenn er sehr klein ist, aber ich habe einen und ich weiß für eine Zeit lang, wo ich quasi arbeite und muss nicht dauernd Auditions machen für schon im nächsten Jahr. Und ja, es ist natürlich super cool, eine Garderobe zu haben, genug zu essen und zu trinken und einen also wirklich so Basics, die dann einem als Luxusgut vorkommen. Und dann, ja, das ist der Moment der Freude. Es ist auch, eben es gibt im Haus einen Physiotherapeuten, man muss ihn nicht selber bezahlen, solche Sachen. Wenn man verletzt ist, gibt es Leute, die zu einem schauen. Und dann ist dieser Moment der Freude, der wird dann langsam abgeschwächt, dadurch, dass, also ich habe in einer Operette getanzt und wir sind im Moment, also damals waren wir sehr schlecht gewerkschaftlich organisiert und dann ist um 10 Uhr Schluss, die Musikerinnen und Musiker packen ihre Instrumente ein und die Tänzerinnen bleiben noch 1,5 Stunden und bezahlen dann das Taxi von Solothurn nach Bern zurück selber. Mhm. Und dann merkt man so, okay, es gibt diese Hierarchie im Theater und wir Tänzerinnen sind definitiv nach den Putzleuten. Und einige Leute haben dann im Theater übernachtet, im Ballettsaal, weil sie nicht mehr heim konnten und so. Und dann wurde gesagt, das ist einfach so. Das ist so die strukturelle Seite. Und dann halt auch als Tänzerin, nochmal ganz speziell im Kunstbetrieb, ist man wirklich, also Leute, die mit dem Körper arbeiten, sind in der Hierarchie wirklich zu unterst. Also die wollen das ja, die machen das ja gerne und
gerade in der Operette mit vielen weißen alten Männern und so, wenn wir dann tanzen, dann ist das ganz klar eine Aufforderung für Übergriffe und so. Und ja, und dann sieht man langsam so hinter diese Strukturen und merkt, ich bin ja am schlechtesten bezahlt, auch wenn ich bezahlt bin. Und das ist wie gar nicht hinterfragt. Ist ja klar, du bist Tänzerin. Und dann auch zu merken, ja, wie viele, also das habe ich dann mehr als Choreografin später gemerkt, es ist einfach dieses Planen. Ich muss jetzt schon sagen, was ich im Februar 23 mache. Keine Ahnung, welches Licht willst du auf der Bühne im Februar 23? Ich weiß doch nicht, ich weiß nicht mal, wie mein Stück, was ich für ein Stück mache, und dass das auch sehr einschränken kann, einschränken kann, weil einfach es sind so viele Bausteine, die zusammenpassen müssen, alle müssen etwas von dir wissen, und ja, ich habe dann die Saison gemacht und dann war es dann gut für mich. So. Aber ich war so wie keine konkrete Rassismus-Erfahrung. Zum Beispiel bei mir war das so wie, ich war noch nie in einem Haus, ich war eher so in diesem Zwischenbereich von Performance-Musik und so. Und dann bin ich eingeladen als Teil von der Ensemble vom Theater Neumarkt und so. Und dann kommt dieser Moment, also erst kommt die Freude, so cool, auch fixed Job und Pensionskasse. Ich hatte Zürich-Pensionskasse. Und dann kommt die Pandemie und so, für die erste die Kurve für mich war eigentlich ganz lang, weil ich habe dann auch gar nicht so viel geschafft in der ersten Saison. Und dann kam in der erste, zweite Saison, wo ich dann so wie wirklich auf der Bühne stand. Und dann war dieser erste Moment, wo ich gemerkt habe, aha, okay, die Maske-Department ist gar nicht ausgebildet, meine Hautfarbe zu schminken. Und dass ich muss nicht nur, es geht nicht nur um das, es war auch die Kämpfe, dann nachher das zu sagen, 4, 5, 6 Mal und auch nicht zugehört. Und nur in diesem Moment, wo ich Ausbruch von vollem Stress, dass ich so mein Kopf, der Farbe von den Schminken auf meinen Kopf passt nicht mit der Farbe auf meinen Körper, und gehe ich auf die Bühne. Und da habe ich dann so geschaut, das geht gar nicht. Und dann, endlich bin ich zugehört, und dann kam dann nachher dann, das erste Bewegung. Aber so meine ich in diesem Frage. Das muss auch nicht sein. Ja, nein, also ich war mir damals, das ist schon fast über 15 Jahre her, ich war es mir nicht mal selber bewusst. Also es war wie, ich war mir einfach gewohnt. Natürlich musste ich den Mann spielen. Und ja, also es gibt sowieso, es gibt noch heute im Stadttheater Bern gibt es kein Make-up für uns. Ja. Das kaufen wir selber. Also ich weiß das von Kolleginnen, wir müssen es selber kaufen. Ja. Jetzt immerhin bezahlen sie es. Aber ich mag mich auch erinnern, im Ballett, dann die Strümpfe. Papa, deine Strümpfe. Das geht nicht. Ja, logisch, sie sind rosa. Ja. Und ja, also voll der Token, aber voll. Also ganz klar war ich die Einzige in einer Operette, stellt euch vor. Und ich bin noch Leitskind, sie haben alles probiert, dass ich ja nicht so dunkel aussehe. Das auf jeden Fall, ja. Also das ist sicher ziemlich da überall. Und für dich, Juri? Ja, ich habe mir jetzt gerade versucht zu überlegen, wie das für mich war. Es war mit dem Wort Enttäuschung. Und ich glaube, bei mir ist noch der Unterschied, dass ich nicht als darstellende Person in diese Institution reingehe, sondern mit einer klaren organisationalen Aufgabe. Und die Freude war natürlich, diese Stelle zu bekommen. Auch, mir ging es auch gleich so, wow, unbefristet. So, aus der Uni zu kommen heißt, dass man halt das Unbefristetsein ist für die Profs und für den Rest halt nicht. Und auch die Stellung, die ich habe mit diesem Job und die Möglichkeiten, die da aufgehen. Aber mir war natürlich gleichzeitig immer bewusst, wo ich reingehe. Und mir war bewusst, dass ich da auch mit Mikroaggressionen konfrontiert sein werde oder dass ich mit anstrengenden Gesprächen konfrontiert sein werde. Und ich glaube, ich habe vielleicht auch durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann in der freien Szene und sonst, so ein bisschen meine so Erwartungshaltung runtergeschraubt. Dass ich sage, okay, ich nicht mit der rosa-roten Brille reingehen, sondern verstehen, wo ich mich gerade drin bewege. Und das hat mir dann auch geholfen, so eine, da wirklich aktiv und bewusst reinzugehen, dass es halt anstrengend wird und so mir ein bisschen ein Purpose zu geben. Trotzdem, glaube ich, also es gab schon jetzt so zwischenmenschliche Situationen,
Und dann irgendwie, man hat Gespräche, man lernt sich kennen, man ist neu in dieser Institution. Es sind irgendwie 350 Leute, die man alle irgendwie wie kennenlernen. Und dann versteht man sich super gut und es ist mega toll. Und dann fällt ein Wort oder fällt eine Aussage und man ist so, ah, okay. Mhm. Gut, und dann ist so ein Mental Note, muss ich mir merken. Und dann versuche ich das aber so einzuspeisen in so eben Fragen wie Sensibilisierungsarbeit machen. Das ist ein Problem, sozusagen, das ist ein Problem hier. Leute denken das oder denken, das kann man mir sagen. Gewisse, ne, Begrifflichkeiten für Black People, POC dann wiederverwenden. Genau, und das ist, ich glaube, weniger Enttäuschung, mehr realisieren, wo welche Arbeit wirklich ansteht. Ja. Also, das Frage ein bisschen hinterzugehen, aber auch für dich, Mandy, so, was sind so wie konkrete Beispiele von Verletzungen in eurer Kapazität als Leitende oder Führende, wo ihr kann so benennen, jetzt, wo ihr muss einfach drauf schaffen oder also spezifisch wirklich auf schwarze Identität. Das kann auch in der Freiheit sein oder auch dazu. Das sind so konkrete Beispiele, dass ihr dürft überhaupt das auch sagen. Ja, also ich glaube, was sich wirklich durchzieht eigentlich in meiner Tätigkeit als beratende oder begleitende Person in Kunst- und Kulturinstitutionen ist tatsächlich so, diese Vorstellung davon, dass also dieser Begriff Diversität, oder der wenig eigentlich über Diskriminierung sagt, weil Diversität spricht so von der Vorstellung von Differenz ohne Hierarchie, also die Hierarchie ist irgendwie so ein bisschen unsichtbar. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, dass man oft so Diversität als dieser Begriff von Vielfalt und Akzeptanz von Vielfalt sieht und dann aber irgendwie vergisst, dass es auch immer etwas mit Hierarchie zu tun hat, ne? Und ich glaube, was ich oft sehe, wenn ich reingehe in Institutionen, weil Diskriminierung bedeutet ja immer auf der einen Seite eine Privilegierung von Menschen und auf der anderen Seite eine Diskriminierung. Und während denn die Privilegierung oft unsichtbar bleibt, in ganz vielen Hinsichten, ist die Diskriminierung schon sichtbar. Und jetzt, um ein bisschen konkreter zu werden, oft sind es eben Situationen, in denen gewisse Fragen nicht gestellt werden. Oder in Situationen, wo wir als schwarze Menschen kommen und gewisse Fragen stellen und dann werden die nicht so ernst genommen oder es ist irgendwie nicht so wichtig oder es ist nicht so, also die Dinge, die unsichtbar bleiben aufgrund dessen, dass wir einzelne Menschen sind in diesen Betrieben und irgendwie die Wichtigkeit abgesprochen wird dadurch, dass es als individuelles Problem gesehen wird und nicht als kollektives strukturelles Problem. Ja. Also schon alleine aufzuzeigen, das sind Fragen, die wir uns stellen müssen und darauf zu bestehen, dass diese Fragen im Raum bleiben und diesen Aufwand zu betreiben, um die wirklich auf den Tisch zu bringen und auf den Tisch, dass es nicht schnell wegkommt vom Tisch, das erlebe ich als so die großen, großen, großen Kämpfe, überhaupt Dinge benennen zu können und zu schauen, dass es im Raum bleibt und nicht direkt verschwindet. I want to cry. Ich finde, das ist so super auf den Punkt getroffen, so was das ist eigentlich. Braucht man jemandem etwas dazu zu tragen? Also ich glaube eben so von der Frage, so die Verletzung, die passiert, ist halt schon, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich sage jetzt aus der subjektiven Perspektive, aber ich bin mir gewisse Verletzungen, kleinere Verletzungen halt gewohnt. Und gehe halt da rein und weiß, die werden passieren und versuche sie aber quasi im Rahmen von meiner Aufgabe zu kontextualisieren und die zu nutzen. Das soll jetzt nicht heißen, dass da immer alles, so das ist Toxic Positivity, ne, gar nicht. Und das ist auch wichtig. Und wir haben Allies im Haus, aber es ist da trotzdem diese vielen, ich merke halt diese vielen kleinen Momente, wo ich mich eigentlich gut verstehe mit Menschen. Und das ist dann so schade, also wenn, es ist so, das ist das Gefühl, es ist schade zu wissen und oft auch passiert es halt so, das sind vielleicht Menschen, die andere Diskriminierungserfahrungen haben, aber halt diese ganze Intersektion nicht sehen oder sich nicht solidarisieren können, weil sie das nicht gelernt haben oder weil sie nicht wollen, da gibt es tausend Gründe und dann gibt es so diese, einen Schnitt. Und vielleicht auch aus Selbstschutz, dass ich dann sage, gut, es passiert und wir bearbeiten das auf eine andere Art. Es ist nicht einfach vergessen,
Aber es ist dann auch so ein Selbstschutz, der jetzt halt einfach da ist. Ja, und auch das, wie du gesagt hast, dass man, ich muss mir immer wieder sagen, es ist nicht dein Problem. Also es wird sehr oft, ist auch die Haltung da, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Workshop gebe irgendwo, jetzt kommt sie und dann ist das Problem gelöst. Also das, wir machen ja was. Also ich soll jetzt sehr wahrscheinlich das super finden und dann eben diese Fragen, wie gar nicht gedacht werden, weil die sind so im Internet das gar nicht bewusst und dann kommen die auf den Tisch und dann, okay, wir dachten, es geht jetzt dann schnell und dann komme ich und sage, eigentlich müsst ihr jetzt erst anfangen und jetzt kommt das. Und dann muss ich mich selber manchmal wie schützen und sagen, hey, it's not my problem, it's you. Also es ist, ihr müsst das machen, nicht ich. Ich komme einfach und zeige es auf und ihr macht es auch nicht für mich, ihr macht es eigentlich für euch. Ja. Und auch nach so Workshops werde ich bombardiert von Leuten, die persönlich noch Fragen haben und so. Das musste ich lernen, wirklich zu sagen, hey, nein, ich habe jetzt gearbeitet, brauche einen Kaffee und jetzt müsst ihr arbeiten. Also ich kann nicht die Arbeit für euch machen. Das war oft so am Anfang so, ja, wir haben jetzt diesen Workshop gemacht, ja, da mache ich mal die Gräben auf und jetzt viel Vergnügen. Ja. Also dass es eigentlich nachher nicht fertig ist, sondern eigentlich erst dann fertig. Genau, ich denke gerade jetzt, wie Aftermath das sehr hängt auf das, dass viele Leute haben das Gefühl, okay, jetzt haben wir einen Kodex oder irgendwelche Form von Agreement, wo wir vielleicht unterschreiben, vielleicht auch nicht, aber wir haben das und jetzt soll das eigentlich funktionieren und wie Aftermath das. Für mich ist es einfach eine konstante Interaktion mit diesen Themen, dass sie auf dem Tisch bleiben überhaupt, musst du immer wieder dich fragen, ob das stimmt und für wen stimmt das und mit wem entscheidest du das. Und das ist für mich ein sehr großer fehlendes Teil, ist einfach das Commitment, diese Arbeit zu gehen, weil ich finde auf einer Ebene auch eine Form von Unterdrückung, das ist einfach immer ein Commitment, dich persönlich gegenüber, als Gruppe, als Institutionen, das immer wieder zu schauen, was heißt das für mich, was bin ich in meiner Position, wo ich glaube, das, wo das meistens durchfällt, weil Leute haben nämlich das Gefühl, ah, wir haben trotzdem keine Zeit, wir müssen so viel machen. Und das finde ich so wie diese Priorisierung für diesen wichtigen Thema, dass du wirklich Menschen annehmen kannst in deinen Institutionen. Das braucht Zeit und Investitionen. Und dann komme ich dann zu der Frage, okay, jetzt haben wir ein bisschen sehr übergriffenes oder der große Gedanke, was falsch und falsch läuft, aber was sind so Gewinnmomente für dich, wo du merkst, aha, in diesem, im Hinblick auf Widerständigkeit, also was sind Erfolgsmomente, aber auf Bezug auf deine schwarze Identität? Ich finde so die kleinen Erfolgsmomente, die mir momentan so einfahren, ist so, wenn ich in Situationen komme, wo dann, es kann einfach bilateral sein oder wenn es irgendwie und ich treffe mich mit Menschen aus der Technik und es ist halt meistens ein weißer Mann und dann muss man was besprechen und die Haltung, wie die Person zu mir kommt, ist so ein bisschen, ne, weil gelernt und der Erfolgsmoment ist, dass ich einfach den Widerstand geben kann und so lange halt nicht auf das eingehe, bis die andere Person nachgibt und dann halt merkt, vielleicht macht Sinn, mir zuzuhören, because I'm smart. und vielleicht ist es gut und hör noch einfach mal zu und immer runterfahren. Es ist nicht alles gleich so tick, so eng und das sind so Erfolgsmomente, die wichtig sind für mich und meine Arbeit. Und dann gibt's, und ich möchte das unbedingt erzählen, so ein großer Erfolgsmoment. Wir waren ja gestern im Theater zusammen. Und da gab's die Premiere vom Theaterjahr. Das sind diese jungen Menschen, die über ein Jahr hinweg eine eigene Produktion gestalten können. Und das ist dieses Jahr im Rahmen vom Blickfelder Festival. Und das waren, die sind so, was sind die, 20? Ungefähr. Und das ist auch so ein bisschen POC, so ein Queer People, und das war ein Thema Körper. Ich will nicht zu viel spoilern, ja, man kann es heute noch zweimal gucken, aber und dann wird es hoffentlich wieder aufgenommen. Und dann und da gab es einen Moment von den beiden POC, also beide schwarze DarstellerInnen,
Und die haben einfach, das war so ein kraftvoller Moment, die saßen, die haben einen Tisch aufgestellt, zwei Drinks aufgestellt, waren elegant angezogen, es gab Black Music und die haben einfach nur existiert auf dieser Bühne. Es war einfach Black Joy und es war einfach, this is our space now. Und ich habe geheult, weil es war so schön. Und ich war so, das ist mir so eingefahren, dieser Widerstandsmoment, dass es so junge Menschen einfach mal am Schauspielhaus Zürich einfach mal hingeklatscht haben. Und das war riesig, dieser Moment war riesig. Ja. Ja, ich habe eigentlich nicht gesagt, the kids are okay. Ja, the kids are okay. Ja. Für mich in der letzten Zeit habe ich ein ganz kleines Erfolgsmoment gehabt, in das so wie, ich glaube, ich habe immer wieder viel Verständnis, dass Menschen sind auf unterschiedlicher Ebene in ihrer Arbeit mit Diskrimination oder Rassismus und so. Und dass ich nehme das ich lese das nicht gleich für jede. Das Mama hat so das Gefähr, Energie in Mama, so wie, okay, sie weiß gar nicht. Also ich schließe mich ab von dem. Und es ist halt so wie das Moment, wo ich irgendwo reingekommen bin und hat so jemand diesen rassistischen Candies auf dem Tisch gestellt. Und ich bin sofort getriggert in dem Moment, so wie, ach Mann, nein. Und trotzdem weiß ich, die arbeitende Person ist aus älterer Generation und so und gebe ich auch Verständnis, dass sie vielleicht diesen Diskurs, wo im Moment läuft, dass das noch nicht angekommen ist. Und habe ich jemand anderes in dem Theater gefragt, hey, kannst du das handeln? Ich kann es nicht gerade jetzt. Und hat diese andere Person das gemacht und hat das gesprochen, hat einen Artikel geschickt und der nächste Tag kommt eine Entschuldigung. Das war der Person wirklich gar nicht bewusst. Die haben diesen ganzen Diskursmoment verpasst und hat auch diese Person geheult. Die haben gemerkt, es hat mich getroffen und das war für mich auch ein Win-Moment, wo ich merke, okay, es ist gerade wichtig, dass die Person hat gemerkt, die haben mich verletzt. Das ist wahr angekommen und das Gefühl von Versöhnung ist wirklich da. Und darum habe ich das im Moment gefunden, okay, das ist ein kleines Gewinn. Weil jetzt weiß ich sicher, dass diese Person nicht den gleichen Fälle macht. So. Aber ich finde auf beiden Seiten auch, dass jemand hat die Arbeit freiwillig gemacht. Also es war eine weiße Person, wo ich gefunden, ja klar, mache ich das. Und das war so, innerhalb 24 Stunden ist es auch erledigt. Ja, also ich finde es schwierig, über Erfolge zu reden, denn Erfolge messen sich ja auch wesentlich daran, was man denn als Erfolge sieht. Ne? Ja, klar. Ich glaube, für viele sind Dinge Erfolge, die jetzt für mich nicht besondere Erfolge sind oder auch umgekehrt. Ne? Und ich glaube, das hat vieles damit zu tun, dass aber auch die Politisierung im Hinblick auf Rassismus eine gewisse Prozesshaftigkeit hat. Ne? Also im Moment, wo man feststellt, so, ah shit, diese Erfahrung ist nicht individuell, sondern sie ist kollektiv, das ist schon ein sehr wichtiger Moment für ganz viele. Und Dinge benennen zu können, ist dann ein Mega-Erfolg. Wütend sein zu dürfen, ist dann ein Erfolg. Sich dafür zu entscheiden, Dinge nicht tun zu müssen, ist dann ein Erfolg. Sich dem widersetzen zu können, ist dann ein Erfolg. Aber ich glaube, so, wo ich jetzt gerade stehe, merke ich, dass es vor allem ein Erfolg ist, wenn sich Menschen zusammenschließen. Weil ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die suggeriert, dass wir alleine sehr vieles erreichen können. Und gerade wenn wir über Rassismus sprechen, gibt es in ganz vieler Hinsicht strukturelle Probleme. Nämlich da zum Beispiel, und ich habe jetzt vor kurzem eine Podcast-Reihe gemacht, 20 Stimmen zu Rassismus, und das ist eingebettet in der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes. Und da hat eine Person, Benanz Nobel, der zu Rassismus gegen Romnia, Sintetzi und Jenische arbeitet, gesagt, diese Stellen sind alle schön und gut. Ob jetzt FAB oder Diversitätsagentin oder Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, aber die bringen nichts. Wieso? Weil sie nicht weisungsbefugt sind. Und wenn solche Stellen nicht weisungsbefugt sind und Menschen sich nicht zusammenschließen, dann ist ziemlich wenig machbar. Denn eine AHV würde nicht erreicht, wenn jemand sich eingesetzt hat. Eine Unfallversicherung wurde nicht durchgezogen, weil jemand sich gewehrt hat. Und eine irgendwie Mutterschaftsversicherung wurde auch nicht umgesetzt, weil jemand sich in eine Institution gewehrt hat. Das waren viele Geschichten, viele Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und weil sie sich zusammengeschlossen haben, erfolgreich wurden. Deshalb ist für mich der Zusammenschluss,
die Verbindung zwischen weißen Menschen und schwarzen Menschen, zwischen jegliche Koalitionen sind für mich erfolgreiche Widerständigkeiten. Also springen wir ein bisschen weiter wegen Zeit und so und reden wir konkret über institutionellen Raum, aber das kann auch zum Beispiel, also wir kommen ganz konkret zu der Anti-Rassismus-Klausel, ob ihr mit dem schon geschafft habt. Also es gibt eigentlich ein bisschen Vorgeschichte, es gibt jemanden, also ein paar Leute aus Deutschland, eine ist dann jetzt die Intendantin von Schauspielhaus Dortmund, sie heißt Julia Wissig, und sie hat diesen Anti-Rassismus-Klausel erfunden mit zwei anderen Personen, wo wirklich drin steht, wenn etwas rassistisch passiert in der künstlerischen Arbeit, bin ich als schwarze Person nicht verpflichtet, das zu leiten, diesen ganzen Konflikt, dass sofort, es gibt entweder eine Außerperspektive oder eine Kuratorin, die kommt und das handelt. Und wenn nicht, bin ich befreit von dem Vertrag ohne Strafe. Genau. Und es gibt langsam eine Bewegung in Deutschland, dass das Antirassismus-Klausel wird angenommen. Und schafft jemand da mit dieser Klasse? Ich persönlich, ich habe schon gefragt, ist noch nicht angekommen. Auch nicht. Also es ist bei uns, also es ist tatsächlich ein auf meinem Mindmap Whiteboard ein ganz großer Punkt. Und wir haben auch schon darüber gesprochen. Es ist natürlich noch nicht, es ist nicht umgesetzt. Ja, gar nicht. Und das müsste man auch, das ist, glaube ich, eine lange und größere Geschichte. Und ich glaube, es ist aber essentiell. Und dann gleichzeitig auch die Erweiterung von der Anti-Rassismus-Klausel. Also wir haben in verschiedenen Momenten darüber geredet, ist es dann auch eine Antidiskriminierungsklausel, das auszuweiten. Also um die Frage kurz zu beantworten, nein, wir arbeiten beispielsweise zum Schauspiel aus Zürich, arbeiten nicht damit, aber es ist auf jeden Fall für mich ein zentraler Punkt, weil das halt mehr und direkter in die Strukturen greift, weil es direkter in Arbeitsverhältnisse greift und halt auch diese Themen aufgreift mit, dass man immer zusätzlich Diversitäts- oder Antirassismusarbeit macht, für die man eigentlich nicht bezahlt wird und zusätzlich dann auch sehr viel Stress und Druck erlebt, was halt die eigentliche Arbeit, blöd gesagt, extrem einschränkt. Deswegen ist es ein sehr, sehr, sehr zentrales Thema und ein sehr zentraler Punkt. Und ich glaube, der verlangt dann auch eine institutionübergreifende Zusammenarbeit und einen Zusammenschluss, weil das halt dann in Vertragsgeschichten eingeht. Und wir müssen die Gewerkschaften zusammenarbeiten. Wie gestaltet man dann so ein GAV Solo? Wie gestaltet man die GAV Technik? Wenn diese Klausel dann mit unterschrieben werden muss, was ist das für eine politische Frage? Also ich glaube, da geht es rein in so Micro- bis Mesopolitics, das zu machen. Was ich aber absolut glaube, dieser Weg müssen wir machen. Was mich immer wieder beschäftigt, ist so der Moment, wo was passiert, also was Rassistisches passiert oder was Diskriminierendes passiert und dann Schockstarre. Aber wir müssen uns doch fragen, wie geht es dann weiter? Was gibt es für Ansätze, um das irgendwie wieder gut zu machen? Und wenn ich von Wiedergutmachung rede, dann gibt es eben diese Vorstellung von, man kann irgendwie Reparaturzahlungen bezahlen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, irgendwie diese Situation zu klären. Es gibt transformative Möglichkeiten, es gibt restaurative Möglichkeiten, man kann sich hinsetzen mit der Person, die was gemacht hat, mit der Person, die davon betroffen ist, man kann schauen, was es braucht für die jeweiligen Personen, damit die Situation wieder in Ordnung ist, man kann sich fragen, ist es eingebettet in eine größere strukturelle Möglichkeit, aber ich glaube, dort fehlt einfach noch einiges an Dingen, die man ausprobiert, an Dingen, die man umsetzt. Ich glaube, wir kommen nicht über diesen Moment hinaus zu sagen, Schockstarre. Und ich wünsche mir da Lösungen. Ja, aber ich glaube, also wenn wir die Frage, die konkrete Frage Antirassismusklauseln anschauen, dann ist das halt eine rassistische Handlung ist passiert oder Rassismus existiert, es ist vorgegliedert vor dem Was und Jetzt. Also eigentlich so eine Klausel ist für mich ein Instrument, das ganz klar eine institutionale Setzung ist, die dich vorher auch nicht verhindern kann, dass Rassismus passiert,
aber sie kann die Rahmung setzen, wie wir dann damit umgehen. Genau. Und es ist dann gesetzlich verankert und es ist arbeitsrechtlich verankert. Deswegen ist das auch eine Lösung. Mhm. Und das ist auch schon eine strukturelle Lösung. Und ich, aber die wird richtig hart durchzusetzen, glaube ich. Aber I'm ready. Mhm. So, und mit dieser Klausel natürlich, ich gehe davon mit dir mit, auch wenn man sagt, das ist nicht die einzige Lösung und wir können nicht uns dann nur auf diese Klausel verlassen. Wir müssen sie einbetten in grundsätzliche strukturelle Veränderungen. Und wir müssen, dann muss dann auch folgen, gut, wenn in dieser Klausel steht, wenn mir Rassismus angetan wird, bin ich befreit davon, mich selber damit zu beschäftigen. Dann müssen wir gleichzeitig aber auch die Strukturen aufbauen, die sich damit auseinandersetzen. Sei es ein Reglement, sei es eine Anlaufstelle, sei es Critical Wellness Workshops anbieten. Also dass das quasi dann auch mit aufgebaut und mitgedacht werden muss. Und in dieser Hinsicht, die Lösungen müssen auch breiter gedacht werden. Und nicht Bürokratie, also wie, vor allem wenn Gerechtigkeit bürokratisiert wird, habe ich, also natürlich ist das Fundament davon, aber manchmal verselbstständigt sich dann diese Bürokratie auch ein bisschen. Absolut, weil man aber nicht weiterdenkt, glaube genau. ich. Das ist der Punkt. Genau. Ja, ja, oder wenn es zu kompliziert wird, in Anführungszeichen, in der freien Szene, dann kriegst du das Engagement nicht. Mhm. Wenn du mit so einem Vertrag kommst, dann nehmen wir halt die. Mhm. Also das ist dann der große Unterschied auch zu den Institutionen. Ihr könnt das wie einfordern, ob es dann wirklich die Lösungen gibt, die gut sind, auch für uns und nicht nur für die Weißen. Ja, aber eben in der freien Szene, also das habe ich oft gehört, also so Versuche von Menschen, die das quasi schon zur Audition mitbringen, dann heißt es ja, nein, ja. Zu kompliziert. Es schränkt uns künstlerisch ein, wo ich dann nicht genau sehe, wo das Problem liegt, aber das ist dann der Struggle und die Konkurrenz ist so groß in der freien Szene, dass oft dann Leute einfach keinen Job haben und das darum nicht aufs Tapet bringen, nicht davon sprechen. Es ist aber lustigerweise, weil ich habe so einen juristischen Konflikt im Moment und ich bin jetzt in den Anwälten und dann haben wir über die GAF geredet und wie krass viele Löcher in unserer GAF, ja, in der Kulturbranche, also spezifisch Solo-Künstler-Vertrag, es gibt extrem viele Löcher drin. Und dann habe ich gefunden, eigentlich brauche ich meinen eigenen Vertrag. Und hat sie gesagt, ja, sei nicht so arrogant. Und ich habe gefunden, warum ist das arrogant eigentlich? Und sie hat gefunden, ja, also du kannst nur so einen Vertrag so fördern, wenn du, ich weiß nicht, Johnny Depp bist, so jemand auf so einer hohen Stufe. Und ich habe gefunden, ah, okay, es ist eine Position von Macht. Eigentlich geht es am Ende zu. So einen Vertrag zu leisten oder zu fördern, ist eigentlich eine Position von Macht. Natürlich, wenn du in Institutionen bist, wenn du mehrere Leute bist, dann hast du auch eine gewisse Macht, was zu fördern. Aber wenn du in freier Szene bist und bist gefragt, immer zu mitmachen, dann hast du quasi keine Macht in dieser Position zu sagen, ich mache trotzdem meinen eigenen Vertrag, einfach nur für Infos. Gut, dann rede ich so, weil wir eben diesem Thema so, wie das ist in Institutionen, wie bringt man das überhaupt zu Thema und was braucht es, also wenn du eigentlich das zu Thema bringst oder die Erfahrung hast, so Leute haben das bei diesen drei auch aus diesen Coaching-Positionen auch, was passiert am meisten denn dagegen? So, was passiert, wenn man Rassismus zu Thema macht und was passiert dagegen? Also, es ist viel. Was die erste Gegenreaktion ist, also ich finde es also oft so wie versteckt, aber die erste Gegenreaktion ist, man packt das auf den Tisch und sagt, ja, Rassismus ist ein Problem und dann sind alle erstmal, ja, Problem. Und dann erklärt man, dass aber die Person was damit zu tun hat, dass Rassismus ein Problem ist und dann kommt die Defensiveness auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Zwischenmenschlich, so, ja, aber ich habe das ja nicht und dann halt auch, es wird dann echt schwierig, wenn es um die Veränderung im Verhalten der anderen Person geht, jetzt mal einfach auf dieser Ebene, ja, sich in der Institution bewegen und mit den Menschen sprechen und mit den wichtigen Menschen quasi Leitungspositionen sprechen, das ist, was ich beobachte, es ist dann oft auf quasi intellektueller Ebene oder kognitiv versteht man gewisse Dinge und man, wenn es dann darum geht, das aber auch fundamental
Verhalten oder Positionen oder Machtfragen verändert werden müssten, dann wird's hart. Und dann kommen die Gegenargumente. Ja, aber ich mache das ja gut. Oder ja, ich bin ja das und ich mache das ja, weil ich gut bin. Was gar nicht das Thema ist, was gar nicht die Diskussion ist. Die weiteren Widerstände, die wahrscheinlich noch kommen werden, habe ich halt einfach noch nicht erlebt, weil ich noch nicht so lange da bin. Aber ja, das ist, wenn Rassismus auf den Tisch kommt, selbst wenn man sagt, wir machen einen Workshop und es ist so diese Lernsituation oder diese eigentlich oft wohlwollend gerahmte Situation, auch da tun sich einige sehr, sehr schwer, sich in diesem Diskurs zu verorten. Sie tun sich schwer, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Und dann gibt es auch die andere Problematik, dass da so ein, ich weiß nicht, wie man das gut auf Deutsch hat, Virtue Signaling. Ja. Dass es dann halt ist, oh ja, ich hab ja jetzt das Buch gelesen, ich hab ja den Podcast von Mandy gehört, das ist doch jetzt, ich weiß es doch jetzt. Nein, du, dann bist du. Aber, und merken dann nicht, dass es nicht reicht. Und dann muss man halt dastehen und sagen, es reicht aber noch nicht. Noch gar nicht, es reicht gar nicht. Und irgendwie, dass da dann wahrscheinlich auch irgendwie ein Frust aufkommt und die denken, ja, aber setze ich mich schon damit auseinander und du musst dann echt sagen, ja, das ist wirklich Minimum. Das ist eigentlich das Minimum. Das sind so die Momente, wo ich beobachte, wenn Rassismus thematisiert wird. Habt ihr eigentlich schon Erfahrungen, wo jemand so quasi aus diesem Minimum-Welt bewegt hat, wo ich gefühlt habe, okay, ja, diese Person hat wirklich vielleicht nicht das Maximum, aber so sehr, sehr intensiv beschäftigt. Du hast das erfahren, ja, aber ja. Ich habe das noch nicht erfahren. Also ich muss sagen, ich bin auch in einer mega privilegierten Situation, weil Leute rufen mich an und wollen Hilfe. Das sieht man sogar dafür bezahlt. Genau, das ist mega toll. Genau, das heißt meistens, wenn ich komme, sind die Leute bereit, sich auseinanderzusetzen. Deshalb ist es schon nochmal ganz ein anderes Setting als Orte, an denen eben nichts passiert und man an diese Mauern kommt. Ne? Aber ich habe jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass mit vielen, mit denen ich gearbeitet habe, ist ein großer Wille da, sich auseinanderzusetzen. Und ich finde schon, dass diese Produktion Bullenstress ein mega wichtige Produktion war. Und ich finde wirklich, dass die Dramaturgin Fadrina und die Regisseurin Suna in ihrer Vorbereitung für dieses Stück sehr sorgfältig waren. Natürlich ist es immer wieder schwierig, weil gerade wenn man ein Jugendstück macht und Rassismus zum Thema macht, sind die unterschiedlichen Personen in einem unterschiedlichen Momentum ihrer eigenen Politisierung und es passiert da was während diesem Stück. Ne? Und ohne jetzt mega in die Komplexität da reinzugehen, wie die Wechselwirkung ist zwischen dem Stück und was es auslöst für die eigenen Menschen, inwiefern sie geschützt werden müssen, möchte ich schon sagen, so, ich glaube, wir müssen anfangen, das anzuschauen. Und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel im Kontext dieses Stückes passiert und ich bin wirklich, also das eine ist, was dieses Stück gemacht hat mit Menschen, also was die Außenwirkung war, das ist das eine, aber ich glaube auch, was es gemacht hat mit der eigenen Gruppe, also die Gruppe der Jugendlichen, aber auch in der Produktion, wie das entstanden ist. Ich glaube, da ist ganz vieles eigentlich schon aufgebaut worden, in dem, dass man Check-ins macht, in dem, dass man Check-outs macht, in dem, dass man miteinander redet, in dem, dass man die Verantwortung an Menschen gibt, etwas zum Thema machen zu können, aber nicht zu müssen. So. Es ist mega komplex, aber ich finde schon, da passiert ein bisschen was und vielleicht können wir uns auch an diesen Dingen orientieren, um da weiterzugehen, weil das ist ein Anfang, aber das ist auf keinen Fall das Ende. Weil ich glaube, eben Rassismus ist eine Differenzlinie, es gibt viele andere und die Dinge auch zusammenzudenken und da noch weiter irgendwie in Bewusstsein zu kommen, was es bedeutet, in der Ambiguität auch dieser Diskussionen, weil es oftmals auch nicht die eine Antwort gibt, sondern unterschiedliche Perspektiven, die unterschiedliche Erfahrungen machen, ist es auch schwierig, ne? Ja, das, ja. Und das denke ich, da hatte ich viele auch wirklich Erfolgserlebnisse bei Teams, die nicht dachten, ich hole jetzt mal so einen Workshop rein, dann ist vorbei.
Also die schon, ich habe auch ein bisschen das Privileg, aber habe mir das gegeben, einfach nur dorthin zu gehen, wo ich gefragt werde, wo die Leute offen sind. Mhm. Wo ich auch ein Vorgespräch habe und ich dann merke, doch, die sind offen. Und die Teams zum Beispiel, muss ich wirklich einen Werbeblock machen, dass, die Frauen vom Team vom AUA Theaterfestival in Bern, die wirklich... Sie haben gesagt, wir wollen uns auf den Weg begeben und nicht, es ist dann check, check, sondern wir sind uns bewusst, wenn wir jetzt da aufmachen, dann wow. Aber wir wollen das alle und ich glaube, eben, es hat auch im Team selber viele Diskussionen ausgelöst, sie haben mir immer wieder rückgemeldet, hey wow, das hast du gesagt, dann haben wir über das gesprochen, jetzt haben wir gemerkt, sie haben eine Ausschreibung gemacht, und haben geschrieben, wir möchten gerne Leute bevorzugen, die sonst im Sternenmarkt nicht gesehen werden. Haben das gemacht, hat sich niemand gemeldet. Und dann haben sie es nochmal bei mir gemeldet, hey, was haben wir falsch gemacht? Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, ich kann nicht einfach ausschreiben und dann, ihr müsst auch die Position der Leute sehen, die unsicher sind. Jetzt sind wir wirklich gemeint. Also, wir waren lange nicht gemeint, jetzt plötzlich sind wir gemein und so weiter. Wo es irgendwie weitergeht, wo sie irgendwie... die Leute merken, ja, wow, es gibt so viel und wie sich eben auf diesen Weg begehen und nicht denken, ist dann mal abgeschlossen, dann kommt das nächste Thema. Ja. Ich wollte nur ganz kurz zu ich mach's kurz, sorry. weil es mir dann auch so ergangen ist mit Bullustress, dass ich auch so diese Kraft von... es hat mega nach außen gestrahlt, aber es strahlt auch nach innen. Und auch diese Frage von Check-ins, das ist sehr, sehr, sehr spezifisch und sehr konkret, aber diese Frage von regelmäßig abholen, wie es den Leuten geht, was halt auch einfach, oh, blöd gesagt, organisationsentwicklungstechnisch relevant ist. Aber ich sehe oder wir sehen, dass aus der antirassistischen Arbeit, der organisationalen antirassistischen Arbeit, können wir lernen, was wir umsetzen müssen, dass es überhaupt den Leuten gut geht. Das finde ich, ist auch so die Kraft dahinter. Und dass wir auch das mitziehen und mittragen und dass die Abteilungen, die da beteiligt sind an Bullerstress, an der Produktion, dass die jetzt auch anfangen, okay, wir müssen nachbesprechen, wir müssen nochmal überlegen, was müssen wir genau machen, auch weil es Jugendtheater ist. Und dass wir das sozusagen lernen können, okay, in dieser Produktion haben wir das gemacht, das hat funktioniert, können wir das übersetzen für die nächste Produktion, was funktioniert aber für die nächste Produktion auch nicht, was eine andere Konstellation ist, das sind Prozesse, die ich sehr, sehr wichtig finde, das ist auch meine Aufgabe, das zu planen und das zu Strategien dazu zu entwickeln, natürlich nicht alleine, aber das sind eben so diese kraftvollen Momente, und da sind Menschen wie Fabrina, wie Suna so wichtig, weil wir sind also wirklich, sie sind nicht nur quasi Virtue Signaling Woke Allies, sondern die haben sich echt massiv mit der Thematik auseinandergesetzt, im Wissen von ihrer eigenen Position oder Positionalität, was halt so essentiell ist auch. Ich glaube auch grundsätzlich, ich komme wieder zurück zu, ich habe einfach ein paar Sachen notiert, so wie, dass es grundsätzlich interessiert, einen Ort oder eine Gruppe oder Institutionen, wie es allen geht. Das ist, glaube ich, etwas, was extrem fehlt für mich in der modernen Zeit, in diesem so kapitalistischen Zwang, dass wir produzieren, produzieren, produzieren. Und es gibt auch diese Bewegung, zum Beispiel alle Projektbeschreibungen für Funding bekommst, es ist alles immer projektbezogen. Du musst leisten, dass du irgendwelche Forderungen bekommst. Und jetzt geht es diese Bewegung von so wie, nein, ich will einfach existieren und von das kommt Kunst raus und nicht nur den Zwang zu produzieren in gleicher Zeit. Also ich finde das erst diesen Grundgedanke, okay, müssen wir ein bisschen weg von jedem Mensch eigentlich als ein Produkt von dem System, wo muss leisten dafür, dass das System funktionieren kann. Und die Dinge, wo ich mich jetzt geschrieben habe, weil ich gedacht, okay, wenn jemand sagt so, die Minimum, wie zwingst du denn oder wie kommst du überhaupt, dass Menschen aus dem Minimum kommen? Und ich habe diese Worte, großer Wille und wir wollen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wirklich extrem wichtig ist, dass Menschen müssen wissen, dass es braucht das Bedürfnis, das zu korrigieren, angehen, mitschaffen, und wenn das nicht da ist, ist das auch dann wahrscheinlich nicht so möglich. Mhm. Oder strenger. Oder strenger, oder viel strenger. Ich finde das einen mega wichtigen Punkt, auch eben so, dass
dass das jetzt auch, also das für mich ist beispielsweise, dass diese Stelle existiert oder auch in anderen Institutionen, Bildungsinstitutionen, dass sie diese Diversity und Gleichstellung stellen etc., das ist für mich schon ein Zeugnis vom Willen und der muss da sein, sonst funktioniert es gar nicht. Ich finde aber gleichzeitig auch, jetzt, natürlich, da kommt es auch auf die Größe der Organisation und so drauf an, aber ich habe von Anfang gesagt, wir müssen aber auch nicht alle mitnehmen. Die, die nicht wollen, also auf jeden Fall aufmachen, auf jeden Fall Material geben, um zu lernen, um mitkommen zu können, aber es gibt ja doch Menschen, die sich kategorial weigern, die müssen wir nicht mitnehmen. Ne, ich habe gesagt, ich will nicht meine Energie verschwenden und ewig lange auf einzelne Menschen oder einzelne Gruppen einreden, dass sie das jetzt machen sollen und dann lieber sagen, okay, ich fokussiere mich auf die, die wollen. Das ist schon anstrengend genug. die wollen, das ist schon schwierig, weil da eben auch dann diese schwierige Situation entstehen kann, so, ich will ja und ich mache ja und es reicht doch nicht, so jetzt trivial gesagt, das ist schon so ein Kraftakt, aber durch das, wenn das die Mehrheit ist, dann werden die nicht mitziehen wollen, das auch merken. Und dann können sie sich selber überlegen, was sie machen damit. Aber ich glaube, für mich ist es mega wichtig, dass es nicht meine Aufgabe wird, Einzelne überzeugen zu müssen, sondern meine Aufgabe ist es, die wollen und das zeigen, auch ernsthaft zeigen, mit denen zusammenarbeiten. Ja. Aber findest du denn zum Beispiel, wenn eine Institution einen Kodex schreibt und dann drin steht, so wie, ich weiß nicht, wie Rassismus, Homophobie, bla bla bla, einfach die Themen, und dann, es hat Leute gesagt, so, ich schreibe das nicht mit. Und dann was? Was erwartest du von der Institution, wenn es halt Leute innerhalb von der Struktur findet, so wie ich stimme nicht dazu? Dann was? Das ist eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr große Frage. Und ich meine auch, dass es uns in der Institution gerade sehr beschäftigt. Weil wir schreiben gerade oder haben gerade so einen Kompass, so einen Wertekodex geschrieben. Und das ist die große Frage jetzt. Muss der jetzt unterzeichnet werden? Legen wir denn beim Vertrag, Arbeitsvertrag, muss man unterzeichnen oder nicht? Was bedeutet es, wenn er unterzeichnet ist und was nicht? Und da gibt es aber, glaube ich, auch noch die Perspektive, ja gut, also gewisse Diskriminierungen sind auch verfassungswidrig. Mhm. Ne, das ist gesetzlich verankert, dass man das nicht machen darf. Es gibt die Antirassismus-Strafnorm und eigentlich ist eine Institution dann gefragt, Sanktionen zu stellen. Das kann sein, du bist so wie beim Football, du darfst 2 Saisons nicht mitspielen. Kann aber auch sein, Vertragauflösung. Und das ist dann eine sehr, sehr anstrengende und schwierige Diskussion, weil halt da auch gleich diese Ebene der langjährigen künstlerischen Beziehung drin ist. Das ist ja auch legitim, aber es braucht diese ganz anstrengende Diskussion, was sind Sanktionen auch. Gut. Also ich finde, Herzmoment im Publikum. Ja, ich finde es einfach nur noch präsentieren, weil ich bin eher auf der Meinung von Transformative Justice und dass in dem, dass wir nehmen diese Gedanken so Fehler sind natürlich sind auch Fehler, sind so Sachen strafbar, aber ich finde es grundsätzlich, ich will aus diesem Blick kommen, dass so wie, das ist ein größerer Teil, warum Leute so Angst haben, überhaupt mit diesem Thema interagieren, weil sie haben das Gefühl, ich komme eine Strafe über irgendwelche Form von Strafe, wenn ich das nicht richtig sofort mache. Und darum finde ich so wie, dass es muss strafhaft irgendwelche, vielleicht ist den falschen, oder für mich den falschen Beschreibung, dass man schon Angst, oh Scheiße, wenn ich etwas Rassistisches mache, weiß ich nicht, was das heißt, aber kann meinen Vertrag verlieren. Aber da, ich finde das nur kurz, weil ich finde das mega, mega wichtig und ich möchte auch nicht auftreten, also ich bin scharf auf Sanktionen, gar nicht. Ich glaube, das ist halt so eine große Differenzierungsleistung. Das ist mega situationsbedingt und mega personenbedingt, glaube ich auch. Das sagen wir jetzt mal, das Beispiel ist, über 10 Jahre hinweg greift eine Person die ganze Zeit Menschen rassistisch an. Dann muss man mal ein bisschen ernster reden, spätestens. Aber ich glaube auch, es sind ja nicht nur Sanktionen, es geht ja auch einfach um den Umgang und die Maßnahmen. Das hast ja du auch wieder gesagt, es passiert was passiert jetzt? Ne? Und das ist auch die Frage, die wir uns stellen müssen. Und solche Maßnahmen können eben sein, guck, wir machen noch ein paar Workshops mit dir, keine Ahnung. Ja. Also um konkret zu bleiben, aber ich bin auch nicht Fan vom Strafnarrativ. Aber ich glaube, es gibt einzelne Punkte, wo das irgendwie auch so gedacht werden muss.
auch irgendwie in, also in zukunftsorientierten Menschen im Arbeitsverhältnis ist. Aber ich glaube schon auch, dass für mich der wichtigere Teil ist, diese Einbettung in eine größere arbeitskulturelle Frage, betriebskulturelle Frage, antirassistische Frage, da bin ich voll bei dir. Mhm. So. Gut, dann auf diesen Punkt gehen wir zu euch, wenn ihr noch Fragen haben oder Fragen stellen wollen oder etwas. Ich hätte einfach eine Aussage. Ja, klar. Ja. Eine Frage betreffend den Kodex, wo ich mich dann einfach frage, okay, dann hat man so einen Kodex und hat es unterschrieben oder was auch immer, aber dann die Person, die den Kodex unterschrieben hat, muss ja dann auch ein bisschen sensibilisiert sein. Wenn die Person nicht sensibilisiert ist, wie kann man dem nach dem Kodex dann gehen? Also die Person wäre ja dann nie zuständig, um zu sagen, hey, warum da ist was passiert? Aber wenn du selber nicht sensibilisiert bist, wird dann da auch erwartet, dass die Person ein Coaching hat? Ja. Und sensibilisiert wird? Also einfach so. Ja. Ich kann einfach zu mir schon reflektieren, zum Beispiel, wenn ich eingetreten in ein Haus bin, ich habe nicht gewusst, was das GAF ist. Und ich habe meine Vertrag, das war auf Deutsch, habe ich das nicht so gut durchgelesen, dann habe ich gesagt, ja, unterschreiben. Und dann kommt dann irgendwann, ich habe mein Leben aus, weil vorher war ich im Freischaffen, und habe mein Leben weitergeführt. Und irgendwann kommt diesen Krach zwischen dem GAF und mich. Und ich habe vorhin, was ist GAF? Kenne ich diesen GAF? Von was spricht ihr überhaupt? Und das finde ich, das, wenn du sagst, so wie, was passiert, ich bin gar nicht sensibilisiert auf den Rahmenbedingungen eigentlich. Und es hat braucht jemand, der hat gesagt, kennst du GAF? Soll ich mit dir sitzen und durch diesen Ding gehen, dass du alles verstehst, was dort drin ist? Zum Beispiel, das war ein super... Ich finde das auch mega wichtig, also wir haben das auch so, diese Gruppe, die diesen Kompass gestaltet hat, wir haben da lange darüber geredet, was es eigentlich heißt, den überhaupt ins Haus zu tragen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die Bringschuld der Institution im Moment, wenn wir sagen, jemand kommt neu dazu, dass der Kompass hier nicht einfach dazugelegt, lies ihn und dann ist gut, sondern es braucht beim Onboarding, beim Einarbeiten dieser Person, muss der Kompass dann auch zentral sein. Und da muss man darüber reden, da braucht es einen Moment, wo man das auch erklärt. Und da hört es aber auch nicht auf. Also ich glaube, der Kompass muss dann auch gelebt werden. Und da haben wir beispielsweise dann überlegt, okay, wir formulieren so eine Art Toolbox, wo wir Ideen sammeln und Strategien sammeln und Maßnahmen sammeln. Aber auch das ist wieder die Frage, wie lebt man das? Wie setzt man das um? Welche Formate braucht es, um das überhaupt einzusetzen? Aber mit dem Kompass allein ist es dann nicht getan. Ja, klar, aber wie bleibt es lebendig? Ja, genau, wie bleibt es am Leben? Und unabhängig davon, ich glaube, was wir wirklich ab und zu auch vergessen, so, wir sind nicht als Antirassistinnen geboren oder als irgendwie, also das hat was gebraucht. Mhm. Und wir haben das auch nicht in irgendwelchen Strukturen gelernt. Mhm. Wir haben das meistens in unserer Freizeit uns angeeignet. Das heißt, die Frage wirklich davon, von wo wird einem das beigebracht, ist eine Frage, die wir auch in den Institutionen beantworten können vielleicht. Mhm. Das heißt, wenn wir einen Kodex machen, dann bedeutet das in der Konsequenz einfach auch automatisch, dass wir zur Verfügung stellen müssen, dass dieses Wissen angeeignet wird. Und die Frage davon ist, wird das dann auch in der Arbeitszeit gemacht? Also diese Fragen sind weitreichend und mega groß und sind mit finanziellem und Willen und Entscheidungen und einem Verständnis davon, was bedeutet es denn, diskriminierungssensibel zu sein? Das heißt, man kann nicht einfach einen Kodex unterschreiben und dann aber nicht automatisch dieses Wissen zur Verfügung stellen in Form von, das ist der Kurs, den du machen musst, um überhaupt Teil dieses Dings, also oder irgendwie langfristig Strukturen anzudenken, die das überhaupt gewährleisten. Das geht nicht. Weil wir alle haben viel Zeit investiert, um uns damit so auseinanderzusetzen. So. Das ist nicht automatisch. Wäre schön, noch ein bisschen Zeit. Nee, das war eigentlich genau das, das ist viel besser. Aber genau das, was ich gemeint habe, ist, dass die unterschreiben, dann auch eine Verantwortung haben, dann auch ein Coach, also für mich jetzt ein Coaching oder was auch immer zu machen, und dann kommst du dann mit diesem antirassistischen, ihr wisst, was ich meine, zu denken. Also für mich bringt es nicht, wenn man dann etwas unterschreibt und selber gar nicht das Wissen hat und dann einfach... Ich glaube, auch ja, das ist ein guter Gedanke, dass viele Leute haben das Gefühl, ich bin gar nicht rassistisch. Ja, das ist zentral. Ja. Noch etwas? Ich stelle mir vor, dass es eine große Herausforderung ist für dich im Schauspielhaus oder allgemein, also
dass es nicht so auf einer Meta-Ebene bleibt, dass man darüber spricht oder wenn was geschieht, dann spricht man darüber, sondern dass man das in die Produktion, in den Prozess reinkriegt. Das finde ich die große Herausforderung. Habt ihr da Ideen, wie ihr das in den Arbeitsprozess reinkriegt? Weil der Arbeitsprozess per se ist ja durch extrem starke Hierarchien gesetzt. Also viele Ideen. nein, das ist absolut richtig so. Und ich will aber auch nochmal betonen, dass ich das nicht... Ich sehe das nicht als meine Einzelaufgabe, das bin nicht ich und das ist auch nicht so geframed und ich sehe auch, dass es mega sehr, sehr wertvoll ist, solche Runden zu machen und wir tauschen uns ja beispielsweise auch dazu aus. Aber es ist tatsächlich so, dass es so durchsickert durch die Institution, Diversity denken und Diversity umsetzen, was wirklich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Punkte auf kleinem Level, auf hohem Level haben kann, bedeutet auch, dass man mit zentralen Positionen, wenn man jetzt beispielsweise an eine Timeline von der Produktion denkt, mit zentralen Positionen sich auseinandersetzt, mit zentralen Menschen, die da auch eine Entscheidungsposition haben, weil die Hierarchie kann ich nicht wegdenken, aber ich muss sie angehen. Und durch diese Arbeit kann man auch sich überlegen, ob man diese Hierarchien auch ein bisschen anders gestalten muss, überhaupt, oder Verantwortung anders gestalten muss. Aber dass wir da, die Idee ist jetzt schon auch, dass man da tiefer reingeht, schon bei der Idee, bei der Stoffwahl, schon beim Cast, schon bei der, wer macht die Dramaturgie, bei die Einladung. Schon die Einladung, dass man da schon anfängt mitzudenken und alles andere folgt dann drauf. Und was zum Beispiel ein sehr, glaube ich, ein sehr, sehr zentraler Punkt ist, wo das sich auch dann vielleicht das auch strahlt nach außen, ist zu gucken, wie diese Probeprozesse gestaltet werden, wo eben auch diese Fragen drin sind von Check-ins und Check-outs, wo diese Fragen drin sind, wie geht es den Menschen, wo diese Fragen drin sind, was sind die Bedürfnisse, was sind die diversitätsrelevanten Bedürfnisse, wer arbeitet wie, wann, wo lange und wer arbeitet zu viel. Ja? Zu wenig gibt es eigentlich, was eigentlich mehr arbeitet, wirklich zu viel und dass da viel gedacht werden kann, auch auf quasi struktureller Ebene. Wie muss man das strukturell implementieren? Dass es jetzt nicht nur eine Produktion, weil sie halt genug Budget hat, da funktioniert und bei der nächsten halt nicht. Aber aus diesen Situationen kann man, glaube ich, denke ich, viel gestalten, um das dann auch zu übersetzen und zu gucken, wie das wieder im Betrieb läuft. Und da gibt es natürlich aber auch Sachen wie, wie läuft es in der Technik, was muss da geschehen, wo müssen wir da noch strukturelle Änderungen machen, die jetzt halt nicht unbedingt nur noch produktionsspezifisch sind. Aber auch, ich denke immer wieder, wenn ich jetzt von der freien Szene her denke, eigentlich müssen die Leute eigentlich checken, dass sie eigentlich genauso viel gewinnen draus. Es ist nicht ein Verzicht, es ist in erster Linie vielleicht ein Verzicht, indem man auf Macht und Hierarchie verzichten muss, aber wenn ihr all die ich habe gerade ein Stück gesehen, wo die Techniker die Leitung übernommen haben, es ist eigentlich ein Gewinn. Also ich meine, oder ihr wollt ihr weiterhin 80-jährige Leute im Publikum und wenn die dann sterben, gibt es keine mehr. Also irgendwie alle, die diese Probenprozesse, die so hierarchisch laufen, gerade im Tanzen. Es ist schlussendlich ein Gewinn, weil man auch Verantwortung abgeben kann, weil man irgendwie einen Cast hat mit Erfahrungen, Lebenserfahrungen, Körpererfahrungen, die so viel reingeben können, dass man auch wie neue Sachen endlich selber entdecken kann. Ich check manchmal das... Diese Sicht nicht von, wir müssen abgeben, wir müssen, ja, aber ihr kriegt tausendfach zurück. Weil es ist so viel Potenzial und Energie da, die sich gar nicht entwickeln kann, weil man diese Strukturen einfach die ganze Zeit so hochhalten muss, wo gar niemand... Also ich denke auch für Verantwortliche, die haben so viel Stress und Verantwortung und ja, das Budget und das Marketing... Eigentlich gewinnt man nur dadurch. Man muss einfach gewisse Sachen loslassen. Ich finde auch so diesen Gedanke nur von so wie strukturellen Sachen innerhalb Probenprozess, dass auch da drin, also Check-ins ist ein Ding, aber ich finde, was du in dem machst, ist, du bringst Menschen in eine Praxis wieder zueinander hören und es gibt Menschen zum Beispiel, wo gar nicht Check-ins gern haben, weil sie wollen zum Beispiel nicht Platz halten für andere Menschen oder sie haben keine Probleme innerhalb von diesen Strukturen und es ist einfach mühsam für sie, die ganze Zeit zuzulassen, wie andere Menschen so irgendwelche Dinge. Aber ich finde, das ist auch super, super wichtig, dass du lernst, auch wenn du keine Erfahrung hast, wie halte ich Platz für andere Menschen, auch wenn das nicht an mich geht.
dass sie einfach zuhören. Oder auch zum Beispiel, ich war in einem anderen Stück, in einem anderen Ort, wo jemand psychisch krank war und hat so wie mehrmals gemeldet, es geht mir nicht gut. Und es hat kein, also es gehört in den Rahmen der Check-ins, aber dann, so in der nächsten Form von dem Prozess, wenn jemand nicht geht gut, dann was? Gut geht. Also es hat keine Form von strukturellen Leistung, also die meistens war dann so wie überfordert und darum sage ich wieder die Verspiegelung von Check-ins nicht so gern, weil genau so etwas, jemand hat gemeldet in dieser Möglichkeit, es geht mir nicht gut und dann waren alle überfordert und was machen wir, sind nur angestellt, was machen wir mit dem? So. Und darum finde ich aus dieser Praxis von Anschluss, Menschen anschließen miteinander, gewinnst du extrem viel, wo gar nicht, also für mich ist es meistens interpersonal. Es geht wirklich viel, du schließt Menschen an und du bildest sie mit die Fähigkeiten, Möglichkeiten zu heben, zu Platz halten, zu reagieren, zu hören, zu auch wissen, was mache ich, wenn jemand um mich nicht gut geht, was kann ich überhaupt machen, wenn ich super wichtig in dem Prozess. Mhm. Was wir im zweiten Teil machen, ist, wir teilen die Gruppe auf in eine BIPOC-Gruppe, die trifft sich dann dort, wo das Essen ist. Und die Menschen, die sich weiß positionieren, wir treffen uns hier. Und was wir dann machen, ist wirklich so in eine Auseinandersetzung zu gehen und zu überlegen, so okay, was bedeutet das jetzt? Also so ein bisschen eine Situationsanalyse zu machen, wie sieht es in den eigenen Betrieben aus? Und auch zu überlegen, so was kann ich beitragen? Und da kommen wir in die Handlung. Habt ihr Bock? Ja. Aber zur Pause. Gut. So viel zu tun, es macht mich so traurig, wenn ich höre, was meine Berufskolleginnen und Kollegen einfach immer noch erleben. Ich könnte kotzen, wirklich so voll Rassismus, so verletzende Sachen. Vielleicht einfach so ein eigener Gedanke jetzt gerade, so, wie ich auch bei mir merke und bei vielen anderen. Should I say it in English, maybe? I don't know. I'm trying to translate. Ah, okay. Dass ich mich immer zwischen absolutem Frust und keine Lust mehr und ich ziehe weg und ich habe keine Lust mehr auf das und nicht mehr, um dann aber trotzdem zu sehen, wo aber auch so viele Widerstandsmomente und Momente der Kraft entstehen, weil wir uns vernetzen, weil wir da sind, weil wir uns sehen, das ist auch aus der Perspektive Black und Person of Color, People of Color. Und ich glaube, es ist. Und ich bin momentan mehr auf der Seite von, nein, ich will nicht aufgeben und ich habe richtig Lust, da reinzugehen, aber nur unter der Bedingung, dass, wie du auch sagst, dass ihr alle eure Arbeit macht und dass wir uns sehr bewusst sind, dass it's not gonna be fun. Es ist keine spaßige Arbeit, aber es ist notwendige Arbeit und es ist einfach, ohne das geht es halt einfach nicht. Also ich bin immer so zwischen alles ist scheiße und ja, voll. Also von meiner Sicht kann ich sagen, so, ich habe ein bisschen andere Form, weil ich in den USA aufgewachsen bin. Und dass ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo meine Mami ist ein Multi-Education Specialist. So, das ist ihre Lebenspraxis. In der Unterricht ist sie eine Person und ihre Praxis ist jeden Tag zum Überlegen, wie schaue ich, wie verändere ich meinen Blick, dass ich schaue, dass wer ist nicht im Raum und wer soll da sein. Und das ist auch dann zu mir gehen und dann unsere Familie dann wieder. So für mich merke ich, dass ich einen anderen, für mich fühlt es mega einfach an, weil ich bin geprägt durch das Sozialisieren zu verstehen. Aha, wir müssen immer schauen, wer nicht da ist. Nicht wer da, wer nicht da ist und schauen, dass es irgendeine Form von Repräsentation kommt, wer nicht da ist. Und ich merke mehr und mehr, dass es muss leidenschaftlich, wirklich mit Leidenschaft dahinter stecken, sonst kommst du nirgendwo. Wenn du das wirklich, du musst es wollen verändern. Es ist wirklich aus tiefem Herzen. Du willst das nicht, weil es ist auf einer Checklist, weil du musst einen Kodex haben, weil sonst verlierst du die Funding von der Stadt.
es muss kommen von dir und deinen Teammitarbeitern, vielleicht auch das Kodex, das untergeschrieben ist und dass wir wissen, was das bedeutet und wir Leute holen, die auch genau hinter das steht. Und das ist nicht, es wird nicht einfach, du findest nicht jede Techniker, die antirassistische Praxis hat. Aber ich finde, es ist wichtig für Strukturveränderung, dass etwas wirklich kann so raus, so wie wenn du einen Stein ins Wasser werfst und es von der Welle rausgeht, dass überhaupt so etwas kann passieren. Es geht wirklich nur mit gewisser Kraft, in das steht in der Urgency, also wirklich die Dringlichkeit, dass es muss verändern, nicht dass es wir, irgendwann wird die Gesellschaft oder die Kids machen das besser, es muss und es war sofort heute und was kann ich machen und es kann auch nicht, also ich finde es auch, ich werde kein Angebot, dass in der Praxis, was du machst, etwas klein oder grosses, das heisst nicht, dass du auf jeden Protest musst gehen, oder, aber ich finde so wie jeder Schritt ist wichtig und dass es muss mit einer gewissen Commitment und Leidenschaft dahinterstehen. Ja, ich glaube, mega viele Sachen sind gesagt. Ich glaube, von mir aus ist es einfach auch immer wieder wichtig, um zu merken, so, gewisse Sachen muss man aushalten und die Welt geht nicht raus. So. Es gibt wirklich Momente, da muss man zum aushalten und irgendwie durchstehen und einfach nicht aufgeben. Und ich glaube wirklich, so, das Aushalten in ganz vielen unterschiedlichen Situationen ist schwierig. Und ich glaube anstrengend, aber ich glaube, wir müssen wirklich lernen. Und ich glaube, es ist wirklich so eine helvetische Sache, dass wir keinen Konflikt wollen, dass wir uns nicht getrauen, irgendwie auszuhalten, dass wir wie so... Ich glaube, gewisse Sachen müssen wir wirklich anfangen lernen. Und darum wünsche ich mir mehr Mut zum Aushalten, aber zum dann nicht davonlaufen. So, wirklich aushalten, stehen bleiben, durchschnaufen und weitermachen. So. Und danke vielmals, dass ihr alle da seid. Es ist hoffentlich ein Anfang. Und ich freue mich ganz viel von euch, ganz viele Einsichten weiterhin zu sehen. Und zu sehen auch, wie Veränderung durch uns alle nachhaltig passiert ist. Danke.